Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade with Fire and Sword. Wir haben uns erholt und, oi, die Schweden haben ein ganz schönes Kriegsheer hier hinten. Wir haben uns erholt, ziemlich gut sogar. Ach, wir führen mal wieder Krieg gegen die, kein Problem. Haben wir halt zwei Gegner. Ich möchte Soldaten anwerben. Und zwar einige. Damit wir hier auch sicher wieder wegkommen. So, jetzt haben wir viel Geld ausgegeben, haben aber 77 Mann. Die Stadt hier ist langsam ziemlich gut gesichert. Kiew wird auch langsam sicherer. Es wird hier zwar rundherum immer noch belagert. Aber an sich, bleib stehen, ich brauche deine Hilfe. Brief vom König. Du kannst mich mal, wenn du nicht mitkommen willst. Okay, die Schweden sind auch wieder unsere Feinde. Die haben sich Vilna zurückgeholt. Hätte ich denen gar nicht zugetraut. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Wir klappern jetzt erstmal die Burgen ab. Auf der Suche nach solchen Fürsten wie dem hier. Ach, das ist König Jan Kasimir, verdammt. Da kann ich nicht viel machen. Der König kommt nicht mit, wenn ich ihm sage, komm mit. Probieren wir es mal bei dir. Ich brauche nämlich unbedingt noch ein paar Leute, die mitkommen. Sonst hat das weder Hand noch Fuß. Und einen Arsch schon gleich gar nicht, ne? Kommst du? Ich hasse dich. Scheint, als würde wieder mal alles an mir kleben bleiben. Aber wenn ich schon mal hier bin, nehme ich mir auch gleich noch ein paar gute Truppen mit. Zack. Musketiere, geflügelte Husaren und natürlich die Schwertkämpfer. Dass wir nicht komplett aus einem Heer von diesen Billigsöldnern bestehen. Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber, her damit. Die Geflügelten nehme ich auch wieder mit. Geflügelt sollen sie sein, du. Was machst du? Sinnlos rumreiten anscheinend? Gut, gut, gut. Du Bensk, wie sieht's aus? Gibt es hier etwas Nettes? Ne. Dann aber nach Lublin, du. Da gibt es doch bestimmt was. Wir müssen auch unbedingt mal zum Marktplatz. Ich habe schon wieder keine Nahrung. Danke dafür. Stadtzentrum, Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber. Rekrutieren, deutsche Infanterie, Musketiere, geflügelte Husaren und schottische Schwertkämpfer. Gut. Was machen wir jetzt, Herzelein? Vilna, Riga, Reval. Ah ne, Reval gehört uns. Die Schweden haben gar nicht mehr so sehr viel, das ihnen gehört. Kiew wird mal wieder belagert. Da kümmere ich mich jetzt aber nicht drum. Ah, die Schweden haben hier gut besetzt. Gibt es hier einen Fürsten, der mir folgen möchte? Ne. Es gibt eine Stadt, die fast keine Besatzung hat. Naja, fast keine. Keine, die es mit mir aufnehmen kann. Die haben keine Fürsten und so weiter. Mauer mit Sprengstoff. Das klingt gut. Das machen wir. Sprengen wir diese Stadt kaputt. Bringt mir die königlichen Sprengmeister. Hört auf, da unten alles zu belagern. Während ich hier oben alles belagere. Das geht ja mal gar nicht. Machtverschiebung hier. Und vorwärts, Männer. Tja. Dann machen wir halt Leitern. Macht den Hasen jetzt auch nicht mehr fett. Oh, die immer mit ihrem Königsberg. Hört auf, mir das dauernd zu sagen. Da müssten wir auch mal vorbeireiten. Da haben wir bestimmt jede Menge Kohle eingelagert inzwischen. Aber nee. Wir kämpfen ja lieber gegen die Schweden.
Nehmt euch in Acht, das sind andere Krieger als dieses rote Pack. Die hier sind um einiges besser, finde ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich habe bisher ziemliche Erfahrungen gemacht, dass die Schweden recht stark sind. Okay, soweit so gut, wir sind auf den Mauern und jetzt arbeitet euch vor. Stück für Stück. Erschießen. Du, wie kannst du es wagen? Tötet die Sau. Der wollte mich umbringen. Wie sieht's aus? Ja, doch, sieht kacke aus. Zumindest noch. Ich hoffe, wir können das noch klären, dass es besser für uns aussieht. Aber wie gesagt, die Schweden sind nicht ohne. Vorwärts. Einer weniger. Warum krieg ich hier die großen Brocken? Ah, jetzt wird auch noch auf mich geschossen. Nichts wie weg hier. Ihr gehört alle zu uns. Oh nee, ich ziehe mich zurück. Das ist zu hart, was hier abgeht. Viel zu hart. Respekt, Rieger. Hätte ich dir nicht zugetraut, so gut zu kämpfen. Was ihr jedoch nicht bedacht habt, ist, dass Königsberg hier ganz in der Nähe ist. Ach komm, hier, nehmt Geld. Ich will nicht gegen euch kämpfen, ich möchte weiterziehen. Wie viele? 22! Bitte was? Wir sind erledigt, wir sind erledigt. Wir sind sowas von erledigt. Lässt sich nicht mehr anders erklären, wir sind erledigt. Oder doch nicht, wenn ich jetzt fliehen darf. Wir dürfen nicht. Oh shit, ich treffe aber auch nicht. Ach Mist. Okay. Wieder mal in Gefangenschaft. Und wieder mal auf schwedischem Gebiet. Das erinnert mich an sehr schlimme, schlechte Zeiten. Obrist? Ach, der Obrist ist wieder da. Ich dachte schon, der kommt aber automatisch wieder zurück. Das ist nett. Ach, shit. Lass mich bloß in Frieden. Burglieder, helft mir. Ich brauche Truppen. Ich habe doch hier bestimmt was hinterlegt, oder? Ja, nett. Die geflügelten Husaren, die Schwertkämpfer... Burg Brest, ich komme. Lasst mich in Ruhe.
Befehlshaber, Garnisonsbefehlshaber, her damit. Flügelte Husaren und die Schwertkämpfer. So, immerhin. Jetzt haben wir schon mal 20 Mann und kommen sicher nach Königsberg. Mal sehen, was wir hier noch so stationiert haben. Deutsche Infanterie-Musketiere haben wir. Die können wir gut gebrauchen. Was ist denn mit Schotten? Die Schotten und die geflügelten Husaren. Und ich sehe auch gerade, unser Obrist hier, der kann auch mal wieder was lernen. Da. Was gebe ich dem denn? Das hier. Einhand und natürlich Feuerwaffen. Okay, und jetzt versuchen wir es mit dieser Streitkraft nochmal. Es den Schweden ganz gehörig zu zeigen. Riga hat ja nicht mehr so viel Besatzung. Die ist jetzt ebenbürtig mit mir. Und da ich ziemlich gute Truppen dabei habe. Und die hoffentlich nach wie vor noch keinen Fürsten in sich drin. Nee. Können wir was befördern? Ja, hier können wir noch befördern. Und los geht's. Belagert die Stadt und los geht's. Hoffentlich wird das was. Ich habe jetzt nämlich die letzte Elite, die ich in meiner schönen Königsberger Stadt hier eingelagert hatte, mitgenommen. Oh, das war Glück. Da kam noch ein polnischer Fürst, ein schwedischer Fürst angeritten. Der wollte noch eine ran. Ich habe schottische Schwertkämpfer, deutsche Schützen, was will ich mehr? Ich bin bereit für diese Schlacht, so bereit wie man nur sein kann. Spürt die Macht eines ordentlichen Lord-Peter-Trupps. Ich hoffe, ihr habt da oben schon eine Waffe für mich bereit. Ich möchte mitmachen. Okay, säubert hier oben alles. Schwerter, das sind alles Schwerter, keine Musketen hier. Kommt schon. Aber das sieht diesmal schon ganz anders aus, hä? Wir hauen ganz schön drauf, aber wir kriegen auch noch Verstärkung jetzt dazu, das ist schön. Ah, shit, da hatte ich jetzt nichts mehr gegenzusetzen. Diese Stadt ist verflucht hartnäckig, muss man sagen. Respekt. Lass mich im Frieden. Oh. Habt ihr hier eine Taverne mit ein paar Leuten, die ich anheuern kann? Na, immerhin. Schöne Stadt habt ihr da. Glückwunsch. Aber ich würde sie mir gerne holen. Da müssen wir halt mit anderen Mitteln arbeiten. Ich möchte Soldaten anwerben, vor allem die Schützen. So,
So, die Scharfschützen, die kriegen auf jeden Fall erstmal eine ordentliche Muskete ran. Scharfschützen und eine ordentliche Rüstung würde ich denen auch gerne geben. Wie viel habe ich jetzt noch? 52.000 Taler, passt. Da holen wir uns noch mehr von den schwedischen Söldnern. Wie sehen die jetzt eigentlich aus? Ja, sehen doch schick aus. Bessere Waffen, bessere Rüstungen. Das war natürlich nicht so gut. Alle Mann hier bleiben. Alle Mann bleiben bei mir. Bis ich was anderes sage. Kavallerie macht sich bereit. Kavallerie kann aufmischen gehen. Vorwärts Infanterie. Was euch angeht, ihr begebt euch nach dort. Los! Komm schon, ich brauche eine Waffe. Verdammte Schweden. Oh yeah, verdammte Schweden. Verdammte Schweden. Ich hasse euch, ihr Schweden. Hört auf, uns arme Polen zu schikanieren. Zack. Tja, du Feigling. Oh oh, du bist aber nicht feige. Du kannst mich nicht bezwingen. Hey, 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 hey. Jetzt aber mal ganz vorsichtig hier, du. Ganz vorsichtig. Oh, diese ganzen Pikeniere hier noch. Ich muss nur versuchen, die ein bisschen fernzuhalten von meinen Infanteristen. Dann wird das schon was. Oder nicht. Och nö. Okay. Ich würde sagen, wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Aber wir werden nicht angreifen. Ich werde versuchen, mich zurückzuziehen. Hoffentlich klappt das. Tschüss.